Guten Abend. Ich habe eine Geschichte mit, die heißt Von einem, der auszog, um auszuziehen. Der junge Vollkasko-Rebell war flügge geworden und wollte das Elternhaus endgültig verlassen. Doch bevor er die erste eigene Wohnung beziehen konnte, fehlte noch etwas, die Renovierung. Was sage ich? Renovierung. Es sollte eine Revolutionierung der Renovierung werden. Eine Renovierung, dessen Start sich Tine Wittler dick mit Nutella im Kalender ankreuzen würde. Den Umbau seiner ersten eigenen Wohnung hatte er nämlich schon ausgiebig im Kopf durchgespielt und was er da durchgespielt hatte, machte ihm Angst. Aber wer die Welt verändern möchte, sollte erstmal an einer Wohnung üben. Und so sollte es ablaufen. Er wollte sich die ganze Bude mit Styroporblöcken auffüllen und sich eine Spechtmaske besorgen und dann mit nickenden Kopfbewegungen ein komplexes Gängesystem in das Styropor picken. Das würde sehr gemütlich sein, prächtig isolieren und diese Art des Innenausbaus hatte sich seit Jahrmillionen bewährt. Zwar nur bei staatenbildenden Insekten, aber als Revolutionär muss man schon mal über den Tellerrand blicken. Als er seinem Vater von seinen Plänen erzählte, sagte dieser, wunderbar, ich wusste doch schon immer, dass du ein ganz helles Köpfchen bist und was mir fast genauso gut gefällt wie deine Ideen sind Atomkrieg und Brechdurchfall. Komm du Pfeife, ich helfe dir beim Innenausbau, aber vorher fahren wir erstmal zum Baumarkt und zwar zu dem mit dem orangefarbenen Biber-Maskottchen. Ich muss nämlich auch noch was besorgen. Die Mutter hat bei einer Freundin so eine schöne Stuckdecke gesehen und sowas will sie jetzt auch haben. Und im Baumarkt gibt es so Leisten und verzierte Rosetten aus Styropor. Die klebe ich an die Decke und dann haben wir für eine kleine Mark Rokoko im Neubau. Die Mutter darf Styropor und ich nicht. Das ist voll gemein. Für deine Bude brauchst du kein Styropor. Du brauchst jetzt erstmal einen 40-Kilo-Sack Zementmörtel, Silikon und Dachlatten. Beim Renovieren braucht ein Mann immer Silikon und Dachlatten. Nur eines sollte er niemals, ich wiederhole, niemals zum Renovieren benutzen, eine Spechtmaske. Hast du gehört? Ja, Papa, lass uns fahren. Im Heimwerker-Syndikat angekommen, wollte der Vater erstmal die Styropor-Rokoko-Teile besorgen. Da er aber nicht den ganzen riesigen Baumarkt absuchen wollte, steuerte er zielsicher auf einen Infostand zu, an dem zwei Obiisten, als sie Vater und Sohn erblickten, aus ihrer Meditation erwachten und fragten, können wir etwas für Sie tun? Ja, sagte der Vater. Können Sie uns bitte einmal die Rosetten zeigen? Heieieiei, jetzt galt es für den Junior, die Situation eloquent zu retten. Er legte seinem Vater eine Hand auf die Schulter und erhob das Wort an die Oranjes. Hört mal, ihr Biberbutze-Männer. Diesen verwirrten, älteren, lauwarmen Fetischisten hier kenne ich nicht, nie gesehen. Aber, mal was ganz anderes. Führen Sie Spechtmasken? Stille. Der Verkäufer, der zuerst seine Fassung wiedererlangte, sagte böse blickend, »Ah, die sind leider aus. Die letzte haben wir vor einer Viertelstunde an einen aufblasbaren Joghurt verkauft.« »Komm, wir gehen«, sagte der Vater, »die wollen uns doch verarschen.« Da fragt man ganz höflich und »wir brauchen Zementmörtel«, warf der Sohn ein, um schnell ein anderes Thema zu beginnen, einen 40-Kilo-Sack. Was ihn sehr wunderte, war, dass sie den Zement schnell gefunden hatten. Was ihn jedoch noch viel mehr wunderte, war das Gewicht eines 40-Kilo-Sacks. Als der Vater bemerkte, dass ein spindeldürrer Sohn vergeblich versuchte, das Gebinde anzuheben, sagte er, »Na, was ist? Nix in den Muckis? Das kommt davon, wenn man aussieht wie Gandhi nach der Wurmkur. Lass mal einen Vater ran. So ein Säckchen trage ich doch locker bis zu meinem Auto. Einkaufswagen sind was für Weicheier.« Der restliche Weg durch die sehr langen Gänge erinnerte nun mehr an die Leiden Christi als an einen Einkauf. Aber irgendwann hatten sie alles, was sie suchten, gefunden und konnten zur Kasse gehen. Also der Sohn ging leichten Schrittes mit einer Tube Silikon und ein paar federleichten Styroporteilen beladen, fröhlich pfeifend vorneweg und sein inzwischen puterrotköpfiger, leiblicher Sherpa schleppte sich unter der Last des inzwischen 80 Kilo schweren Sacks gebeugt aus dem letzten Loch pfeifend hinter ihm her, wobei er auch noch scheppernd die Dachlatten hinter sich herzog. Auf dem Parkplatz angelangt hatten Vaters Muskeln dem Hirn offenbar schon so viel Sauerstoff entzogen, dass er einen weißen Opel Corsa Steffi für einen aufblasbaren Joghurt hielt und ihm, du dummes Dreckschwein, hast meinem Sohn die letzte Spechtmaske vor der Nase weggeschnappt, entgegenbrüllte, was die anwesenden Passanten als durchaus bedrohlich empfanden. Wenig später kamen die beiden an Vaters Kombi an und bemerkten, dass die Dachlatten nicht so einfach ins Auto passen würden, aber irgendwie musste das schon hinhauen.
Der Sohn öffnete die Heckklappe, wobei er sich wie immer über den Syltaufkleber ärgerte. Was will der Vater seinen Mitmenschen mit dieser syltgefleckten Kuh sagen? Seht her, ich habe es geschafft, ich bin zu reich für Spiekeroog. Was für ein Schwachsinn, in Nordafrika klebt sich doch auch keiner Lampedusa auf die Eselskarre. Aber egal, die beklebte Heckklappe wurde geöffnet und die Sitze des Kombis mussten umgeklappt werden, um die 3 Meter langen Latten verstauen zu können. Und nachdem alle Sitze des Kombis umgeklappt waren, bemerkten Vater und Sohn, dass dadurch der Innenraum des Wagens nicht länger geworden war. Aber vielleicht passte es ja doch. Der Vater erwartete das vordere Ende der langen Hölzer im Cockpit des Wagens und dirigierte die Dachlatten. Junior schob derzeiten von hinten kräftig an den langen Hölzern und als Vater vorne zwischen Dachlatten und Windschutzscheibe klemmte, brüllte er: "Lass gut sein." Der Sohn verstand: "Passt gut rein" und schlug die Heckklappe zu. Vielen Dank.